Ja, hallo und herzlich willkommen zum kurzen DAX-Check. Naja, wir müssen nicht lange drum herum reden. Es ist letztendlich das eingetreten, was ich persönlich für mich vermutet habe, dass eben hier, wie ich in mehrfachen Videos in den letzten Wochen und jetzt schon fast Monaten auch gesagt habe, dass hier bei diesem Balken, den wir hier ganz deutlich sehen, den ich auch schon vor einem Monat oder zwei eingezeichnet habe, doch deutliche Widerstände sehen, die letztendlich die Jahresendrallye mehr oder weniger vorweggenommen war. Und ich bin jetzt hier mit einer Mini-Position, um es einfach auch mal auszutesten, mit so einem DB DAX Tracker Swap Short irgendwas, ja, und der hat heute 20 € oder 25 € verdient aufgrund diesen Pullbacks nach unten. Es kann natürlich sein, dass wir dann wieder raufgehen in die Zone 13 bis 13.200. Das weiß natürlich kein Mensch, aber es sieht auf jeden Fall momentan nicht danach aus, als ob wir hier noch eine super Rallye in den letzten Wochen und Tagen dieses Jahr hinlegen. Und was nächstes Jahr kommt, das weiß sowieso niemand. Und von daher bin ich da äußerst vorsichtig. Ich bin nach wie vor ziemlich stark im Cash, ungefähr 50-50, ja, was ich eigentlich selten bin. Aber ganz ehrlich gesagt, sind auch so einige Cashflows bei mir weggefallen, was mein Daily Doing betrifft. Und das ist natürlich dann bei mir nochmal eine extra Situation, ganz individuell, dass ich sage, okay, ich gehe einfach, wenn ich einen persönlich niedrigeren Cashflow habe wie noch vor 3 Monaten, dann gehe ich entsprechend eben auch weniger Risiken ein mit meinen ganzen Investments, was insbesondere Aktien betrifft. Und noch ein weiterer Faktor, der mit hineinspielt, ist, dass ja die Aktien dieses Jahr so unglaublich gut gelaufen sind. Ne? Also wir haben jetzt im Schnitt irgendwie 20-30% auf manche Depots, ja, dieses Jahr alleine. Aufgrund der zwei Rallye-Phasen, die wir da hatten, ja, man sieht es ja hier auch im DAX abgebildet. Und wer mag denn zu, ja, zu vermuten oder behaupten, dass das jetzt einfach mal so weitergeht? Ja, denn die Fakten, die Statistik spricht nun mal für sich, dass auf einen langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten wir eben nur so 7-8% im DAX immer machen. Und wenn dann eben ein Jahr dabei ist, wo man sieht gerade, wie es runterzieht. Ja, also hier natürlich, jetzt werden die Stops gezogen, alle, die long waren und dann hier Stops gehabt haben, die werden jetzt mit rausgeschmissen. Also es könnte heute echt turbulent zugehen, die ganze Woche eventuell. Und es ist ein Live-Ticker, ist das, ja. Also wenn ich jetzt hier noch CFDs getradet habe, wie ich es noch bis vor Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gemacht habe, dann wäre ich hier wahrscheinlich jetzt auch short. Wie gesagt, dieses kurzfristige Zeug hat mich langfristig nicht weitergebracht, deswegen halte ich mich hier komplett raus, halte eben mein Cash. Ich habe jetzt auch verschiedene Konten, also in diesen Brokern wie DEGIRO und so weiter, und da bekomme ich dann auch noch ein paar Euro Zinsen da drauf. Also ich habe das dann teilweise in Cash-Dollar, das heißt, Währungsschwankungen interessieren mich da auch nicht. Habe ich eher nochmal Gewinne, ja, weil der Dollar eben ziemlich stark auch angestiegen ist in den letzten Jahren. Also von daher mache ich mir auch nicht einen großen Kopf darüber, schon gar nicht kurzfristig, ja. Oh, ich habe jetzt eine Menge Cash. Das wird ja, weil wir keine Zinsen haben, wird das weniger wert. Also das ist eine Sache, über die musst du dir Gedanken machen, auf eine Sichtweise von 15, 20 Jahren. Ja. Aber wenn du jetzt einfach mal Cash viel hältst, ja, für ein paar Wochen oder Monate, dann ist das völlig Schnuppe, weil wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine Pässe, wie wir jetzt hier gerade ganz live sehen, ja. Wenn du das eben hier mal aushältst, einfach vorher deine Aktien rausgezogen hast, ja, oder deine kurzfristigeren, oder was heißt kurzfristiger? Ich habe gerade gesagt, dass ich kurzfristige Sachen nicht mehr mache, aber ich meine jetzt Aktien, die ich mal ein Jahr hatte, mal 2 Jahre, mal, ja, die einfach gut gelaufen sind, dass man einfach mal die Hälfte mitnimmt und so weiter. Ja, also das ist ja wirklich nicht, muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, ja. Und wenn du da draußen eben auch viele, viele andere Kanäle siehst, na, dann gibt es eben immer diese zwei Extreme, die sehr viel, sagen wir mal so, Aufmerksamkeit genießen, ja, weil sie eben im Hintergrund Verlage sind und größere Firmen und so weiter. Also meistens, es gibt nur wenige wirklich völlig unabhängige YouTuber,
die völlig nur, also quasi unabhängig sind und selbst die und eine große Aufmerksamkeit haben. Und das Spiel an dem Ganzen ist ja das, dass die YouTuber, die so viel Arbeit reingesteckt haben, um sich diese Aufmerksamkeit dann zu erarbeiten, wie halt einfach dann Hunderttausende von Followern haben und so weiter, dann natürlich das auch irgendwann mal amortisieren wollen, also das heißt davon auch Geld verdienen wollen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass sie dann doch wieder Partner suchen. Und manche bleiben dann weiterhin neutral, weil sie sich eben neutrale Partner suchen. Ja. Aber sobald du dann wieder Partner hast, also von denen du quasi viel Werbung machst und so weiter, dann musst du schon wieder anfangen aufzupassen, was du dann genau postest und welche Meinung du hast und so weiter. Also es gibt gewisse Kanäle, die bleiben nach wie vor völlig unabhängig, weil die einfach nur über Affiliate-Links und so weiter ihr Geld verdienen. Und das ist dann auch gut und die suchst dann auch aus. Und ja, also es gibt eben diese zwei Extreme, also die ganzen, die halt sowieso sagen, naja, es geht alles jetzt irgendwann dann Bach runter, mehr oder weniger. Und dann gibt es die anderen Extreme, die natürlich meistens davon leben, dass halt Leute positiv sind. Also es gibt, und ich bin halt irgendwo in der Mitte, ja. Also, was kurzfristig hier betrifft, habe ich auf jeden Fall richtige Entscheidungen getroffen, also. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass ich die Kohle, die ich jetzt halt quasi hier ganz hart mir erarbeitet habe in den letzten Jahren und die Gewinne, die ich letztendlich auch mit einer Portion Glück, ja, weil ich wusste auch nicht, dass jetzt dieses Jahr ausgerechnet so gut läuft, ja, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass eben letztes Jahr, Ende letztes Jahres eben es nicht so gut gelaufen ist, ja, also diese sozusagen die Counterparts, die sind ja notwendig, ja, also. Um zum Beispiel jetzt auch wieder ein gutes Jahr 2020 haben zu können, ja, theoretisch, also wirklich nur rein hypothetisch, ja, müssten wir theoretisch erstmal wieder eine kleine Korrektur haben. Also das ist sozusagen meine Meinung, ja. Die scheint sich ja vielleicht eventuell jetzt sogar noch vor Weihnachten anzubahnen, also wer weiß, ne? Also auf jeden Fall, ich bin super vorsichtig und ich sehe jetzt hier auch keinen Grund und ich sehe auch keine Impulse, warum es einfach hier durchstarten sollte nach oben. Ja, die EZB und so weiter, dass jeder, wenn die nächste Sitzung und so weiter ist, das ist ja auch sehr entscheidend für alles andere und da wird eben erwartet auch, dass die weiterhin über so ein Viertelprozent oder irgendwie sowas weiter senken. Ja, jeder erwartet es, jeder wünscht sich's, Donald Trump und alle anderen auch und so weiter. Wenn sie es nicht tun würden, dann ja, es ist quasi schon vorweggenommen und wenn sie es nicht tun würden, ja, wir werden mal sehen, was da passiert. Auf jeden Fall. Was natürlich auch, wenn jetzt die Zinsen weiter sinken, wenn wir weiterhin Negativzinsen bekommen und wenn die dann letztendlich an den Konsumenten irgendwann weitergereicht werden, dann sind wir ganz ehrlich, die Negativzinsen, die in uns Europa über die EZB bereits bestehen, im Banken-zu-Banken-Kreditsystem, ja, also wo EZB zu Kredit, ja, wo man quasi Geld dafür bekommt, wenn man sich's leiht, ja. Das ist Interbankenkredite sind das. Das sind natürlich die vielen Negativzinsen noch nicht an den Endverbraucher weiter. Also wenn du jetzt zur Sparkasse gehst, na, und hast da was auf dem Girokonto, musst du keine Negativzinsen zahlen. Also zumindest nicht bei meiner Sparkasse und auch nicht bei der Commerzbank und so weiter. Es gibt bereits einige Depots und so weiter, wo das eben der Fall ist. Aber das wird eben eventuell verstärkt kommen. Und wenn es verstärkt kommt, dann kann es sozusagen so eine Art, wie nennt sich das, eine Breakout-Hosse geben. Oder wie es da heißt, auf jeden Fall so eine Katastrophenhosse auf Deutsch. Ja? Und das heißt letztendlich, dass die Leute gezwungen werden, aufgrund des Negativzinses, also die ganzen Ersparnisse, die da noch rumhängen, ja, Billionen von Euro, dann sich irgendwelche Aktien kaufen. Das ist aber reine Hypothese, denn ich kenne genügend persönlich, inklusive meinen Eltern, ja, da könntest du so viel Negativzinsen machen, wie du willst. Ja, dann heben die einfach ihr Geld ab. Ja. Und machen irgendwas anderes damit, aber die werden deswegen keine Aktien kaufen. Ja? Also das ist eine reine Hypothese, dass dann einfach nochmal diese Katastrophenhosse, wie heißt das englische Wort dafür? Ich habe es vergessen, ist ja egal. Okay, ich will jetzt nicht zu lange hier rum.